Ja, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe auf Doms Mobile Channel. Ich bin der Dom und heute geht es um ein Thema, über das mich viele Anfragen erreicht haben, und zwar wie man einen Servo langsam schalten kann. Ja, wir wollen also einen Servo langsam bewegen und dazu benutzen wir heute eine Funktion. Grundsätzlich Funktionen kennen wir schon. Der Void Loop ist auch eine Funktion. Wir machen aber eine zusätzliche Funktion außerhalb des Void Loops. Und der Vorteil daran ist, wenn wir einen Prozess haben, der immer gleich stattfindet, nur eben vielleicht mit unterschiedlichen Variablen, dann können wir diesen Prozess einmal außerhalb programmieren, aus dem Void Loop heraus aufrufen und einfach diese Variablen übergeben und auch eine Variable zurückbekommen. Beispielsweise, wir wollen einfach den Wert a plus den Wert b berechnen. Dann können wir also diesen reinen Rechenvorgang a plus b außerhalb beschreiben, das im Void Loop aufrufen, die beiden Variablen a und b bestücken und bekommen dann das Ergebnis beispielsweise c wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Wenn nicht, ist egal, wir erarbeiten uns das jetzt nach und nach gemeinsam. Wir gehen mal auf meinen Monitor. Ich habe schon ein neues Projekt geöffnet, habe das auch schon abgespeichert unter Slow Servo. Wir können also direkt loslegen. Ich mache oben ein bisschen Platz. So, was wir auf jeden Fall brauchen, ist die Library für den Servo. Ich mache also include kleiner als servo.h größer als Zeichen. Dadurch laden wir jetzt diese Library. Ich habe das H vergessen. So, das H. Dadurch laden wir jetzt diese Library. Und dann legen wir direkt einen Servo an. Wir müssen diesem Servo immer einen Namen geben. Servo. Den nennen wir jetzt einfach Self. Semikolon. Und es ist jetzt egal, wie viele Servos wir in dem Sketch nachher bearbeiten, füttern, bewegen wollen. Wir brauchen nur einmal dem Servo einen Namen zu vergeben. Das hängt eben auch mit der Funktion zusammen. Weil wir in der Funktion immer nur einen Servo ansteuern, braucht der auch nur einen Namen. Was wir allerdings mehrfach brauchen, ist die Ist-Position unseres Servos, damit wir da von einer Position auf eine Position fahren können. Und die nennen wir einfach mal Tor 1. Und ist eine Integer-Variable. Tor 1 beginnt, was weiß ich, bei 0. Warum Tor 1? Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, wir hätten zum Beispiel einen Ringlokschuppen oder einfach einen Lokschuppen, haben da ein Tor und wollen das mit dem Servo langsam aufmachen. Wenn wir jetzt einen weiteren Servo haben, wo wir vielleicht ein zweites Tor ansteuern, dann würden wir das zum Beispiel hier Tor 2 nennen. Und sagen wir auch bei 0 starten. Tor 2, wieso schreibe ich 1? Tor 2. Genau. Und so können wir jetzt diese einzelnen Positionen anlegen. Diese Variable dient nur dazu, die aktuelle Ist-Position abzuspeichern, weil unsere Funktion ja nachher nicht weiß, wo steht denn jetzt mein Servo und überhaupt. Diese Variable dient nur dazu, die aktuelle Position abzuspeichern, wo denn der Servo aktuell steht, auf welcher Gradzahl. So. Kommen wir dann also zum Setup. Im Setup brauchen wir in dem Beispiel jetzt nichts groß abspeichern, weil ich werde im Loop nachher einfach nur den Servo hin und her bewegen, ohne dass ich irgendwelche LEDs dazu schalte, irgendwas abfrage oder so, einfach nur hin und her. Deswegen bleibt der Setup bei mir mal leer. Jetzt würden wir eigentlich zum Loop kommen, aber wie gesagt, zunächst wollen wir eigentlich die Funktion programmieren, die außerhalb des Loops stattfindet und die wird immer vor dem Loop bereits definiert und programmiert, damit im Loop dann, wenn der Aufruf kommt, er im Programmcode hier schon mal durchgelaufen ist und deswegen die Funktion dann bereits kennt. Das ist der Hintergrund, warum vor dem Loop. Wir rufen jetzt auf diese Funktion und nennen sie einfach Schalten. Die hat den Namen Schalten. Fertig, aus. Wenn wir jetzt, ich habe vorher gesagt, wir können Informationen in die Funktion schicken und wir können immer ein Wert aus der Funktion heraus bekommen. Wenn wir jetzt einen Wert aus der Funktion erwarten, beziehungsweise wir machen es andersrum, wenn wir keinen Wert aus der Funktion erwarten, dann ist es einfach ein Void, was so viel heißt wie leer, nichts. Also das ist einfach nur eine Funktion, die nichts zurückgibt. Wenn wir etwas aus der Funktion zurückerwarten, dann muss die Funktion vom Typ her
dem Wert entsprechen, den wir zurückerwarten. Beispiel, in unserem Beispiel, wir erwarten nachher aus der Funktion die aktuelle Position unseres Servos zurück. Auf was stehen wir denn, nachdem die Funktion abgelaufen ist? Und das wollen wir ja in dieser Variable Tor 1 abspeichern, beziehungsweise Tor 2 abspeichern. Und diese Variable hat den Typ Integer. Das heißt, unsere Funktion muss auch den Typ Integer haben. Dann können wir den Wert, der aus Schalten zurückkommt, in die Variable Tor 1 abspeichern. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Die Werte, die wir in die Funktion übergeben, die definieren wir hier in der Klammer. Und zwar, die erste Information ist, an welchem PIN haben wir denn unseren Servo angeschlossen. Das ist wichtig, wenn wir mehrere Servos haben, beispielsweise 5, 6, 7 und 8, haben wir 4 Servos angeschlossen, dann müssen wir sagen, welchen diesen 4 Servos wir denn jetzt gerade ansteuern wollen. Beispielsweise den an PIN 5. Müssen wir also diese Information übergeben. Als nächstes übergeben wir die Soll-Position, wo, auf welche Gradzahl soll der Servo denn hinfahren. Dann brauchen wir noch die Ist-Position, auf welcher Position steht der Servo denn aktuell. Und wir brauchen noch eine weitere Variable, die sich da Pause nennt. Die Pause brauchen wir nur deshalb, weil wir jetzt schrittweise den Servo bewegen und zwischen jedem Schritt eine kurze Pause machen. Und dadurch bewegt sich der Servo langsam. Und jetzt müssen wir eben durch die Pause zwischen den einzelnen Schritten können wir die Geschwindigkeit des Servos beeinflussen. Wenn wir das, den Code programmieren, könnt ihr das nochmal genau sehen. Wir nennen sie jetzt hier einfach mal Pause. So, wenn wir jetzt in diese Funktion reinkommen, aktivieren wir den PIN erstmal, self.attach, und zwar auf PIN. Diese Information, welcher PIN, den bekommen wir ja hier oben. Wir aktivieren also jetzt den Servo, den wir hier oben betitelt haben mit self, auf PIN beispielsweise 5, wenn wir die Information 5 aus dem Loop heraus mitbekommen. Dann wird er aktiviert. Und jetzt müssen wir feststellen, in welche Richtung wir denn fahren. Fahren wir ins Plus von der Gradzahl her oder fahren wir ins Minus in der Gradzahl her? Das ist für den nächsten Schritt wichtig. Wir werden das Ganze in einer Vorschleife nämlich machen. Und deswegen müssen wir jetzt bereits wissen, müssen wir immer ins Plus zählen. Diese Schritte, die ich schon erwähnt habe, müssen die ins Plus gehen oder müssen diese Schritte ins Minus gehen, diese einzelnen kleinen Steps. Deswegen fragen wir ab, if soll größer als ist. Also, wenn soll größer als ist ist, beispielsweise wir wollen auf 20 Grad, stehen aber aktuell noch bei 0, dann wäre soll größer als ist. Und dann führen wir eine For-Schleife aus. For, Klammer auf. Und zwar nehmen wir als Zählintervall unsere Ist-Variable. Wie lange soll diese Vorschleife laufen? Nach dem ersten Semikolon kommt ja die Bedingung, wie lange die Vorschleife aktiv sein soll. Und da sagen wir, solange ist kleiner ist als soll, kleiner gleich ist als soll. Also nehmen wir an, ist ist 0, soll ist 20, dann läuft diese Vorschleife so lange durch, bis ist, solange wie ist, dann läuft diese Vorschleife so lange durch, also nehmen wir an, ist ist 0, soll ist 20, dann läuft diese Vorschleife so lange ist kleiner oder gleich soll ist. Also soll wäre 20, ist ist 0 und jetzt sagen wir ist plus plus, also bei jeder Runde der Vorschleife wird bei ist 1 dazugezählt. Wir starten bei 0, 1, 2, 3, 4 und es läuft so lange durch, bis ist mit soll übereinstimmt. Wir öffnen die geschweifte Klammer und jetzt sagen wir self.write, also wir beschreiben jetzt diesen Servo mit einer Gradzahl und diese Gradzahl entspricht diesem Wert ist. Also,
das so lassen würden. Wir starten bei 0. Die Schleife läuft so lange, bis ist dem Sollwert entspricht. Und wir zählen jedes Mal bei ist 1 dazu. Sprich, wir schreiben 0 in der nächsten Schleife 1, in der nächsten Schleife 2, in der nächsten Schleife 3. Und das so lange, bis wir auf die 20 kommen, die wir hier oben übergeben haben. Und damit es jetzt langsam, gemütlich passiert, packen wir hier jetzt eben noch ein Delay rein. Und das Delay, sagen wir, geht so lange, wie wir hier oben den Wert in Pause übergeben haben. Beispielsweise 50 Millisekunden, 100 Millisekunden. Sprich, je größer wir hier diesen Wert bei Pause übergeben, desto langsamer bewegt sich der Servo. Wenn wir das irgendwann mal übertreiben, also irgendwo in den 200, 300, 500 Millisekunden Bereich kommen, dann sieht man diese einzelnen Steps, diese einzelnen Gradzahlen, das ruckelt dann. Also da müssen wir dann auch wiederum vorsichtig sein, dass wir hier nicht übertreiben. Wie gesagt, das ist auch eine sehr primitive Art und Weise, einen Servo langsam zu bewegen. So, im Prinzip brauchen wir jetzt genau das Gleiche hier, nur eben in die andere Richtung, wenn eben ist größer als soll ist. Wenn ist größer als soll ist, dann müssen wir eben in die andere Richtung uns bewegen. Dementsprechend müssen wir das hier ändern und das hier ändern, weil wir ja jetzt jedes Mal von ist einen Wert abziehen. Sprich, nehmen wir an, wir stehen auf 20, wollen wieder zurück auf 0, dann wäre ist 20, ist größer als soll, weil es soll ja 0 ist. Dann starten wir bei 20, arbeiten das so lange, bis ist größer oder gleich soll ist. Wie, nicht bis, sondern wie, solange wie ist größer oder gleich soll ist. Also wenn ist 20 ist, ist sie größer als 0. Ist 3 ist sie immer noch größer als 0. Und wenn sie 0 ist, dann ist praktisch die letzte Schleife erreicht. Soll. So lange geht es ins Minus. Minus, 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 minus. Und genauso übertragen wir den Wert wieder an den Servo, machen wieder die Pause, die hier übergeben wird. Und damit ist die Bewegung eigentlich schon beendet. Was wir jetzt noch machen, ist den Pin wieder deaktivieren, detach. Wir brauchen jetzt nicht mehr sagen, welcher Pin, das weiß er ja, weil er hat ja diesen Namen Self schon mit dem Pin hier oben verbunden und den deaktivieren wir einfach wieder. Dadurch nehmen wir Last vom Servo, wenn der irgendwo drückt, der lässt also locker. Die Servos haben genug Eigenhemmung, dass sie sich hier nicht irgendwie wegbewegen. Und wir können eben beim nächsten Mal, wenn wir einen anderen Servo bewegen wollen, diesen Self wieder hier mit einem neuen Pin verbinden. Das ist der Hintergrund, deswegen Detach. Was wir jetzt noch machen ist, die Variable zurückgeben. Das müssen wir jetzt hier manuell machen, mit einem Return. Und zwar sagen wir jetzt, geben wir die Variable zurück, jawohl, wir haben die Soll-Position erreicht. Und übergeben deswegen die Soll-Position zurück in unseren Loop. Also, wie gesagt, nochmal das Beispiel. Wir sind auf 0, wollen auf 20, dann ist Soll gleich 20. Dann kommen wir hier rein, fahren schrittweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dann haben wir das erreicht, springen also aus dieser Vorschleife raus. Die interessiert uns nicht mehr, weil die Bedingung hier nicht zutrifft. Wir deaktivieren das Ding und übergeben 20 zurück aus dieser Funktion schalten. Wie sieht es dann im Loop aus? Also unsere Funktion ist an der Stelle dann abgeschlossen. Wie sieht es im Loop aus? Im Loop rufen wir diese Funktion schalten auf, Klammer auf, übergeben jetzt die ganzen Werte, beispielsweise Pin 5, als nächstes die Sollposition, beispielsweise Pin 20, unsere Startposition. Die, haben wir gesagt, speichern wir immer unter dieser Variable hier oben ab. Also in dem Fall Tor 1. Und als letzten Step die Schritte, die Pausen zwischen den einzelnen Schritten, beispielsweise 50 Millisekunden. So würden wir jetzt diesen Void, diese Funktion aufrufen. Da wir ja aber eine Variable zurückerhalten, wollen wir die Variable irgendwo abspeichern. Und das haben wir auch schon festgestellt, das wollen wir ja in dieser Variable Tor 1 machen. Deshalb müssen wir vor dem Aufruf noch schreiben, Tor 1 ist gleich. Und jetzt rufen wir die Funktion aus, diese wird ausgeführt und bei Return kommt es wieder hier zurück. Dann steht anstatt Schalten praktisch hier einfach nur dieser Sollwert, was ja 20 sind. Und der wird dann auf Tor 1 geschrieben. So funktioniert das Ganze.
Ich habe hier einen kleinen Versuchsaufbau gemacht. Ich habe hier einfach einen Arduino Nano, der hat unten ja die Pins angelötet, den habe ich auf das Breadboard gesteckt und habe einen Servo angeschlossen. Einfach mit Plus und Minus ist mal vom Nano verbunden, sollte man ja eigentlich nicht machen, immer extern die Stromversorgung herstellen, aber zum Testen funktioniert das mal so. Und eben hier auf Pin 5 wollte ich das eigentlich machen, Pin 5 hier, das Signalkabel verbunden, weil Pin 5 haben wir so ja auch programmiert. Und hier den Servo mit einem kleinen Klebeband, doppelseitigen Klebeband hier einfach mal befestigt, dass uns der nicht davon fährt. Und jetzt werde ich den Sketch einfach mal hochladen. Er sagt mir hier noch einen Fehler. Schauen wir uns mal an, wo haben wir den Fehler gemacht. Er sagt Exit Status 1 before Token. Okay, schauen wir uns mal an, wo haben wir was gemacht. Semikolon, Semikolon haben wir. Entschalten. Attach Pin auch. Hier geschweifte Klammer, da geschweifte Klammer. Haben wir irgendwo ein Semikolon vergessen? Ach, hier haben wir Kommas. Genau, hier haben wir ein Semikolon. Da kommt natürlich ein Komma hin. Dann wäre es richtig. So, jetzt laden wir hoch. Der Sketch wird hochgeladen. Und unser Servo bewegt sich langsam. Natürlich jetzt nur einmal, weil wir ja sagen, wir wollen hier auf 20 Grad. Dann machen wir jetzt einfach einen zweiten Step dazu. Wir machen das gleiche nochmal. Ich kopiere das einfach, der schnelle halber. Und dann wollen wir nicht auf 20, sondern wir wollen jetzt auf 0. Damit es ein bisschen Zeit hat, machen wir hier einfach mal 300 Millisekunden Pause rein. Dann kopieren wir uns das wieder, fügen das hier unten nochmal ein, laden es jetzt nochmal hoch und dann gucken wir uns an, was passiert. Ja, langsam vor, langsam zurück, langsam vor, langsam zurück. Jetzt ist also diese langsame Bewegung immer zwischen 0 und 20 Grad, die hier stattfindet. Ich zeige euch jetzt nochmal, was passiert, wenn wir hier jetzt zum Beispiel anstatt 500, 50, 200 schreiben. Laden wir das nochmal hoch. Und jetzt sehen wir ganz langsam, wie sich der Server bewegt. Etwas ruckelhaft, da er eben diese Steps ganz langsam ausführt von den 1 Grad und etwas schneller zurückfährt. Aber so kann man eben ganz langsame Bewegungen am Servo realisieren. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden soweit, wie das jetzt funktioniert mit dieser Funktion, die außerhalb liegt, mit diesen Vorschleifen, wo wir eben einfach den Servo gradweise bewegen, ganz langsam. Und wie gesagt, das ist eine ganz primitive Art und Weise, diesen Servo so zu bewegen. Aber ich hoffe, das bringt euch trotzdem weiter in den Problemen, die ihr habt. Und ansonsten, wenn ihr das Ganze nochmal angucken wollt, dann könnt ihr auf meine Webseite gehen. Dort habe ich das nochmal, den kompletten Sketch drauf und versucht, das mit Worten ein bisschen zu erklären, was denn da passiert, auch mit der Funktion. Und da könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken und weiter unten auch im Download-Bereich dann den fertigen Sketch runterladen. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß beim Basteln in Zukunft auch. Und bleibt kreativ, stellt mir weiterhin Fragen, dann kann ich die wie beispielsweise mit so einem Video beantworten. Und wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dahin, ciao!